Hallo bei Longboardfahren lernen für Anfänger. Kommt mal näher ran, ich zeig euch was. Heute geht es um das Crosspushen. Dafür steht ihr sehr mittig auf eurem Board. Euer Standbein ist gebeugt. Je mehr ihr es beugt, desto besser geht das Crosspushen. Ihr pusht nun wie gewohnt mit eurem Pushfuß, schwingt ihn aber hinter eurem Standbein über das Board, um auf der anderen Seite auch zu pushen. Achtet dort darauf, dass ihr auch mit der kompletten Sohle pusht. Das Crosspushen könnt ihr als kleine Geschicklichkeitsübung ansehen, beziehungsweise als spaßige Abwechslung, wenn ihr eine längere Distanz am Stück zurücklegt. Bitte denkt daran, je schneller ihr unterwegs seid, desto schwieriger wird es, auf der falschen Seite zu pushen. In diesem Sinne, lasst euch nicht verwirren.